Bei einer Verlegung von WPC auf einer Dachterrasse oder beispielsweise einem Balkon, wo der Untergrund abgedichtet ist, also keine Befestigung der Unterkonstruktion durch Dübeln oder Schrauben möglich ist, benötigt man eine aussteifende Rahmenkonstruktion. Durch die Queraussteifung erhält die Unterkonstruktion die nötige Stabilität. In diesem Beispiel zeigen wir eine ausgesteifte Rahmenkonstruktion mithilfe der dicken Aluminiumunterkonstruktion und den Terrassenlagern, in diesem Beispiel das Terrassenlager 0. Die dicke Aluminiumunterkonstruktion wird von oben in die Terrassenlage eingerastet und sollte dann noch an den Querstreben jeweils verschraubt werden. Die parallel zueinander verlaufenden Unterkonstruktionen, der Abstand Mitte-Mitte der jeweiligen Unterkonstruktion wird durch die Diele vorgegeben, durch die Dielenstärke, werden mit Hilfe von Querstreben über die komplette Fläche fixiert. Durch den Versatz der jeweiligen Querstreben erreicht man die Queraussteifung. Eine detaillierte Abbildung zu den jeweiligen Mindestabständen und Maximalabständen der Querstreben entnehmen Sie der Verlegeanleitung oder dem Prospekt. Die Querstreben werden von oben in die Terrassenlage eingesetzt und werden dann noch, wie hier in den Beispielen zu sehen, jeweils verschraubt. Die Ausgangssituation bei der Verlegung der ausgesteiften Rahmenkonstruktion ist ähnlich wie bei der Verlegung, wenn man die Unterkonstruktion verschrauben kann. Die Unterkonstruktionen werden parallel zueinander verlegt und auf der schwimmenden Abdichtung nicht weiter verschraubt. Den Abstand zwischen den Unterkonstruktionen Mitte-Mitte gibt die Dielenstärke vor. Bei einer 26 mm starken Diele sollte der Abstand von Mitte-Unterkonstruktion zu Mitte-Unterkonstruktion nicht mehr als 45 cm betragen. Bei einer 20 mm Diele sollte dieser Abstand nicht mehr als 30 cm betragen. Nachdem wir die Unterkonstruktionen dann auf der Abdichtung parallel verlegt haben, geht es darum, die aussteifende Rahmenkonstruktion zu erzeugen. Hierdurch setzen wir zwischen die Unterkonstruktionsprofile Querstreben ein. Zum Start setzen wir die Querstreben am äußeren Rand ein, um einen festen äußeren Rahmen zu erzeugen. Die Länge der Querstreben messen wir zwischen unseren Unterkonstruktionen und schneiden diese dann dementsprechend vor. Die Unterkonstruktionen werden dann von oben eingerastet, um so unseren querausstreifenden Rahmen zu erzeugen. Nach dem Einrasten müssen diese noch an jedem Punkt weiter verschraubt werden. Bei der selbst aussteifenden Rahmenkonstruktion ist es wichtig, dass man die parallel zueinander verlaufenden Unterkonstruktionen mit Hilfe von Querstreben zum ausgesteiften Rahmen verbindet. Dies sowohl innerhalb der Fläche als auch am Anfang und am Ende. Mit Hilfe der äußeren Querstreben erzeugen wir den äußeren festen Rahmen. Mit Hilfe der Querstreben auf der Fläche dann die Aussteifung über die gesamte Fläche. Die Querstreben werden aus den Unterkonstruktionsprofilen herausgeschnitten. Die Länge der Querstreben bestimmt der Abstand zwischen den Unterkonstruktionen. Die Querstreben werden von oben in die Terrassenlage eingerastet,
und dann jeweils an den Punkten verschraubt. Die weiteren Details zu den Abständen der jeweiligen Querstreben, Minimalabstände nach außen und Maximalabstände zwischen den Querstreben, entnehmen Sie der Verlegeranleitung.